Willkommen im Sport von auf meinem Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Runde ETS 2 in meiner Event-Playlist. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf. Ich sag's, bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir sind hier im Porto, meine lieben Sportsfreunde. Es hat abgegeben, deswegen habe ich mich jetzt hierher versetzen lassen. Nach Porto bin ich gar nicht rumgefahren, sondern habe mich einfach hierher versetzen lassen. Wir haben eine Ladung nach Bern, die Nummer 9 auf unserer Liste, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt nehme ich drum mit von Portugal nach Spanien und dann ein Stück fahre ich dann wieder allein, so wie beim letzten Mal. Und ja, dann haben wir die Nummer 9 erledigt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kann schnell schauen, wegen Redulia. Ja, Nummer 9. Und dann werden wir uns irgendwie nach Holland auf versetzen lassen. Oder wir werden dann nach England fahren. Oder vielleicht kriegen wir auch nicht nach Holland. Schauen wir mal, wie es dann mit der Nummer 10 wohin geht. Schauen wir mal. Grüße natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in die Event Playlist gefunden habe und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Schweizer Event unterhalten, meine lieben Sportsfreunde. Ein ganz ein besonderer Gruß geht heute raus an meinen Abonnenten, an den lieben Sabius Ehrenhuber. So war zwar, lieber Sabius. Ich denke an dich, ich wünsche dir viel Kraft, Sabius. Es wird alles gut werden. Du weißt, von was das ich rede. Meine Gedanken sind bei dir, Bro. Der Sabius ist nämlich ein Abonnent von mir. Der was er fleißig kommentiert. Und dann mit mir im privaten Kontakt steht. Darf man auch wieder zusagen, Sabius, oder? Ich glaube schon. Hoppala, wir haben hier Automatik. Natürlich geht auch Ehrenhuber raus an den lieben Mike. Weißt du, lieber Mike, dass du dir das Let's Play hier anschaust? Let's Play ist ja krass. Es ist ja ein Event. Playlist. Natürlich gehen da Grüße raus an meine YouTube-Kollegen, in erster Linie hier an meinen Freund, Mentor, an den Meister der Classic Trucks, an Traka Andal natürlich, an JJ on Tour, an Micha von der ETL Faxe, Hermann im Punkt, Maisie on the Road, Harry de Jong, Stefan on the Road, an die virtuellen Trucker Stories, den lieben Badora, an die liebe Spieltanne und an die ganzen anderen lieben Kollegen, die was hier bei mir verlinkt sind. Die Jungs machen alle geile Projekte, machen alle geile Videos. Schaut zu mir, Berner, vorbei. Hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn es geht, meine lieben Sportsfreunde. Schaut die Videos von Anfang bitte bis zum Ende an. Würde uns allen hier auf YouTube nämlich helfen, im YouTube-Algorithmus. Und wer natürlich Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier auf meinem Kanal mit jemandem Neuen weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird, meine lieben Sportsfreunde. So. Achthundert Kilometer vor uns durch Portugal, durch Spanien, durch Frankreich und dann letztendlich in die Schweiz. Das letzte Mal habe ich durch Frankreich nicht mitgenommen. Diesmal wäre mein Plan so, dass ich ein Stück mit in Frankreich nehme und mir in die Schweiz. Dafür fahren wir jetzt ein Stück rein. Nach Spanien, ja, nach Spanien rein. Sollte ein bisschen verwirrend wirken, es ist heute Montag, meine lieben Sportsfreunde. Es ist halt einfach Montag. Es ist geiles Wetter draußen, es ist heiß, ich wollte draußen machen, es ist viel zu heiß.
ich glaube, dass man, wenn ich jetzt von großen war, dass man mit fast 27 Grad dann der Rosen verbrennt. Ich glaube, ich wäre heute gegen oben, wenn es kühler wird, wäre ich dann schnell den Rosen niederbegeln. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege Von nach den rechts ab. Kollegen kann ich jetzt nicht so viel berichten. Ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, die Videos ferner anzuschauen. Aber am besten immer selber auf die Kanäle schauen, da seid ihr ja ganz gut informiert, weil bei mir ist ja das, ich lasse ja ein paar Videos zusammenkommen und dann, wenn ich beim Uploaden bin, da habe ich nicht viel zum da nebenbei. Da lasse ich die Videos aber nebenbei, dann schaue ich mir die an. In aller Ruhe natürlich. Aber Grüße gehen an alle raus, meine lieben Sportsfreunde. Also wer dann, pass auf, jetzt haben wir Montag, an Freitag wird dann ist jetzt der 9er, da wird am Freitag der 10er aus der Kammer und am Samstag kommt dann die Schweizer Abschlussfahrt, also so wäre jetzt mein Plan. Hoppala. So, dieser Tempomat, nicht die Fanfare, aber macht ja nichts, man kann ja mal die Fanfare auch drucken statt den Tempomaten, würde ich sagen, gell? Von den her. Ihr denkt vielleicht eine schöne Containerladung gehabt nach Genf. Aber wer hat denn von euch das Problem auch? Wenn man so Thema World of Truck-Ladung unnimmt, oder generell so den Auflieger, wenn man Auflieger zieht, der eine oder andere fängt weiter, die haben einen Auflieger so auch ziehen, oder? Und man sagt, man kann sich aussatteln. Samt dem, dass man vor und hinten niederlässt, man kann einfach nicht ansatteln. Gibt es da irgendeinen Trick, gibt es da irgendeinen Schmäh, dass das. Ich habe das in den ganzen Jahren mit dem ETS 2 jetzt nicht rausgefunden. Ich bin dann immer wie ein Irrer bin dann zurückgefahren und habe mich reingestoßen und ich probiere es wieder mit Speichern, dann neu laden. Ach, alles gefriemelt, habe ich mir gedacht, komm, hau einen Hut drauf und fahr mit der Plane auf. Aber hätte ganz gut passt, dass unten ein guter Containerhafen ist. Vor lauter da schauen, ob ich das Ganze übersehen. Auf die Autobahn, meine lieben Sportsfreunde, und denen geht's halt so. Die nächste Tankstelle, glaube ich, die ist unser. Ja, nehme ich jetzt ein bisschen nächsten Tankstelle mit, das müsste dann eh irgendwie die Grenze schon sein. Oder haben wir schon die Grenze überschritten? Nein, wir haben die Grenze schon, oder? Ah, wir fahren oben aus hier. Lass Hier uns hin, loslegen. nehme ich mit, dann mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns in Frankreich und nachher wieder mit dem Spaß. Ganz ungeniert, würde ich sagen. Also, wer heute halt hier zum ersten Mal nachschaut, pro 1000 Kilometer 40 Minuten. So, das ist aber so Daumen mal Pi gerechnet. Nagelt mir auf das nicht fest, weil ich habe jetzt zum Beispiel meine Einstellung und da braucht man so, ich rechne mit 4 bis 5 Minuten.
Aber so ungefähr, je nachdem, ob es jetzt mehr Landstraßen drin, ob es mehr Autobahn drin ist, versteht's, oder was ich meine? Ist versteht's, was ich meine? Aber so 40 Minuten für 1000 Kilometer, sagen wir mal, rechnen wir mit 6, 6 mal 4 sind. Rechtzeitig und dann Ausfahrt rechts Ja, halten. Mann, jetzt muss ich da schauen. Uiuiui. Und dann hab's ganz leicht einmal, 16 mal, Nun die Ausfahrt rechts. eine ganze Zeit zum Fahren. Dann schätze ich eine Stunde unterwegs jetzt halt noch wie da. Sagen wir mal eine Stunde 15. Ich darf jetzt da sagen, eine Stunde 15 darf jetzt hier einplanen für das, wo ich jetzt hier fahre. Aber ich werde jetzt da noch in Spanien, werde jetzt nur tanken. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass sie mit dem Sprudel nicht durch Spanien fliegen. Biege nach links ab. Den ja. Das passt ganz gut, jetzt haben wir es 20 Uhr, jetzt wird es dann schon langsam dunkel. Machen Sie Das einen ist ein linken geiler Bogen. Rasthof. Das ist doch einmal ein geiler Rasthof. Halt mal. Halt mal. Also meine lieben Sportsfreunde, wir sehen uns in Frankreich oben bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, jetzt nehme ich wieder hier mit dazu. Wir befinden uns irgendwo vor Lyon, also kurz vor Lyon. Und dann über die Grenze auf wie nach Bern, mein lieben Sportsfreunde, 400 Kilometer noch. Dann haben wir die neunte Ladung und somit die vorletzte Ladung abgeschlossen. Ich bin jetzt in einem Zug, bin jetzt hochgezogen. Und ich habe ein bisschen so Gedanken gemacht über die Abschlussfahrt. Ich hab echt eine geile Idee für den Fokker-Pass. Ich habe echt für die Abschlussfahrt eine geile Idee. Jetzt müssen wir schauen, wie ich die umsetze. Aber da werde ich bis an die letzte Folge warten müssen. Wenn das nämlich nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche, dann muss ich auf ein paar Notfallpläne hoffentlich zurückgreifen können. So. Jetzt beim Auffahren neu so, ich hab's nichts versammelt, es war nichts Großartiges. Ich habe ein paar Tankstellen mitgenommen, ein paar Parkplätze mitgenommen, die was abseits der Autobahn waren, also die Abfahrten habe ich mitgenommen und Parkplätze, Tankstellen, wo so auf dem Weg gewesen sind, wo ich aussehen habe können. Dann ist mir immer eine gute Idee, können wir eben. Wir werden dann, also das, was ich schon verraten werde, ist, ich werde in der letzten, also von hier, aber in der Abschlussfahrt, werden wir in Zürich eine Garage kaufen und dann werden wir genau den Lastwagen, werden wir dann in der Züricher Garage lassen. Werden für den einen Fahrer draufsetzen.
Aus, Auflauf ist bei uns nur bei der Straße. Ist irgendwas passiert, was gestern ist? Ich habe nichts mitgekriegt. Ich sitze nämlich genau bei bis jetzige Männerhöhle, sich genau nämlich auf unser Siedlungsstraße hin. Ah ja, das ist was Wichtiges, ist weiß schon mitgekriegt. Nein, wozu wegen installiert? Ich glaube, die Group, was da vor uns fährt, gehört nicht mehr dazu. Ist Polen. Polen plus 93. Egal, egal, egal. 300 Kilometer sind es nur. Wenn er nicht davor ist, gell, dann lass es bleiben. Man sollte der Krieg von Gigaliner geben. So. Entschuldigung, wenn ich kurz ein Rucken im Herz, ich muss kommen. Kopfhörer zurecht rücken. Bin echt gespannt, was das nächste Event ist. Also Weihnachts-Event werden wir heuer garantiert mitmachen. Also die so wie letztes Jahr komplett über, ich glaube ein Zimmer gefahren, oder sind wir zwei gefahren. Ich weiß nicht, ob da ein Spiel, wir sind zwei gefahren, ich weiß gar nicht mehr. So in der Richtung. Nein, da kann ich jetzt das nicht mitnehmen, weil ich tot, die ist noch nicht hoch. Beim nächsten Mal. Wenn dann pfeife ich meistens durch den Parkplatz, dann habe ich da die Sache jetzt mitgenommen. Die Strecken sind wir noch gar nicht so in die Richtung gefahren. Wir haben jetzt ungefähr 45% habe ich jetzt mit dem Hauptprofil auf der Karte. Warum habe ich das? Es sind in den letzten Jahren immer wieder DLCs dazugekommen und seit dass ich Let's Plays mache,
Die Zeiten ändern sich, meine lieben Spaßfreunde. Da sind wir am Wochenende viele Kilometer gefahren. Und jetzt haben wir viele Netflix-Filme schauen oder Serien. Keine Ahnung, was die anderen dann. Oder wohnt die anderen nur? Oh, ich bin da früher viel gefahren. Ich bin, war ja, wie ich schon mal erzählt habe. Ich habe meistens in der Früh angefangen, dann habe ich bin gefahren. Bei Truckers NP ist halt ein bisschen, ist das so gewesen, du hast halt dann alle 10 Minuten hast zumindest mal ein bisschen früher fahren müssen. Sonst hat sie vom Server gekriegt, aber das war ja kein Problem. Du bist halt dann einfach wieder neu eingestiegen und bist halt da gewesen, wo's halt warst wieder. Aber ich habe das meistens halt dann so gemacht. Ich bin raus von einer Raststätte, habe einen Motor abgestellt und also meine Kollegen haben dann gewusst, ah, okay, da ist er, der HP. Und dann haben sie halt gewartet, bis ich halt, was man so einer Tankstelle macht, was essen gehe, zum Beispiel hier Tobin. Oh, da bin ich 4 Kilometer von 24 Stunden und gar nichts. Die coolste Tour war zu Trakas in B-Zeiten war noch von Sizilien nach Bergen, von Bergen nach Helsinki, von Helsinki nach St. Petersburg, von St. Petersburg über Hamburg wieder nach Sizilien. Das ist alles an einem Abend. Das ist eine Megatour. Und wir sind ja das nicht alles durchgefahren, wir sind ja da drei Leute gewesen. Einer hat die Ladung nach Bergen gehabt. Und das auf Trakas in Bio hat es nicht gegeben, dass du auch dann die gleiche Ladung gehabt hast, so wie es jetzt hier im Konvoi-Modus gegeben hat, sondern du hast dann ich kriege etwas in die Nähe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel ist. Von, keine Ahnung, sagen wir mal Palermo nach Rom, von Rom dann weiter auf München, von München etwas nach, keine Ahnung, Hamburg, was schon von Hamburg aus hoffen, dass du etwas nach Norwegen kriegst. Wenn du sagst, ja, okay, du kriegst jetzt was, da fahrst nach Bergen, du fährst nach Kristiansand. Kristiansand, gleich spricht man so aus. Und dann hast du dir einfach gesagt, ja, okay, ich kriege eine Ladung nach Oslo, ja, ich kriege von da unten auch eine, ja, okay, dann treffen wir uns in Oslo irgendwo, bist du schon wieder. Dann können wir das. Du hast halt dann zusammengebaut, was steht, ist halt da, also da halt Lara aufgefahren nach Bergen. Bitte links halten. Sind wir gleich da. 47 Kilometer. Oh, coole Zeit. Die lustigsten Fahrten waren in England drüben. Egal wer von uns drei, irgendeiner, der was als erster von der Fähre ist, 100%, aber wirklich mit
Ob das ich war, ob das meine anderen zwei Kollegen waren, hundertprozentig einer von uns ist am Anfang immer falsch gefahren, obwohl das die Pfeile auf dem Boden sind. Trotzdem, es noch keine Pfeile auf dem Boden gegeben sind, der Spader, ich wusste das gar nicht mehr. Aber einer ist immer falsch gefahren. Der erste, was angefahren ist von der Kreuzung, der ist immer falsch gefahren. Also eine coole Anekdote, was ich gerade gern, was ich gerade erzählen kann, weil es sind Real-Life-Stories vom hier, vom virtuellen Fahren ist. Ich weiß noch, da sind wir, das ist aber bei einer anderen Tour gewesen, da war das bei der großen Tour, ich weiß gar nicht mehr. Wir sind halt Richtung, muss ich gerade sagen, wir sind Richtung Sizilien gefahren. Pass auf. Du fährst ja da, fährst ja geradeaus, weiter. Und vor mir ist mein Kollege gefahren an der Kreuzung. Das müsste an der Kreuzung gewesen sein, das ist an der Kreuzung, ist ja wurscht. Ich bin Richtung Via San Giovanni gefahren. Mein Kollege fährt vor mir, fährt da so ein bisschen Schlangenlinien. Sagt halt irgendwann nochmal zu mir, was bevor meine freie Abbiegung war. Jetzt mag ich auf Sizilien daherkommen, sonst schlafe ich auf dich. Da sag ich, ja, sind wir auf gleich unten. Stell dich nicht so. Was ist los mit dir? Na, fahren wir, na, ja, wie es, San Giovanni. Ich fahre geradeaus weiter, aber der fährt Richtung Ausfahrt um mich. Und das ist in dem Moment, wo man bei der, wo es Richtung Bari oder halt hingegangen ist, ist er eingeschlafen und ist halt mit Lenkradl wirklich so, wie ich jetzt da mache, mitgegangen. Jetzt ist er schön an der Leitschiene entlang donnert. Und ich habe die ganze Zeit mit ihm geredet. Ich habe die ganze Zeit seinen Namen gesagt. Weißt du, dass er munter wird? Na, ja, nix, ja, nix. Und ich denke, ja, er ist halt eingeschlafen, weil er ist wirklich einer, auch ein LS, er ist gefahren, bis er eingeschlafen ist. Der zockt, bis er, ich weiß, wie er heute ist. Aber er hat damals gezockt, bis er eingeschlafen ist am Steuer. Also am virtuellen Steuer halt. Und ich fahre halt dann weiter via San Giovanni. Und irgendwann, nach so 10 Minuten her, ist dann, warum liegt mein Lastwagen auf der Seite? Und dann sage ich zu ihm, ja, das weiß ich wahrscheinlich, weil du eingeschlafen bist. Nein, 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 ich bin nicht eingeschlafen mit meinem Kaffee. Hey, wo ist mein Kaffee? Hey, das waren geile Zeiten, das waren echt geile Zeiten. Ich hoffe, solche Storys gefallen dir, wenn ich die so erzähle, weil bei einem Event, was soll ich da erzählen, großartig? Die sind so lustige Anekdoten. Ich weiß nicht, ob ich die also andere Storys im erzählen kann, das. Aber die, was ich irgendwie erzählen kann, was so beim Zucker passiert sind. Bei Truckers in Pisa, die ist früher so viel gewesen, oder da bist du dann gefahren und ist irgendwie ein Geisterfahrer entgegengekommen. Und die war der erste, hinter mir war ein Kollege. Und da dahinter sind zwei gewesen, die haben wir halt kennengelernt. Ich bin den ausgestellt nach links, dann haben sie meinen Kollegen gesehen, der ist ausgestellt nach rechts und in die 1-2 ist er voll reingedonnert. Nur das Problem von ihm war, die zwei, die was hinter uns waren, die haben damals schon Livestreams gemacht von ETS. Die haben dann genau die Sequenz rausgeschnitten, haben das an Truckers MP geschickt. Und haben sie die Rückmeldung gekriegt, also quasi danke, der Spieler wäre gespart, weil das ist ja, weil damals war das nur ein Anfang, da war das nur bei Truckers MP, ich weiß nicht, wie es heute ist,
Du hast dich schon ein bisschen an die Regeln halten müssen. Also von denen her. War cool. Ich wollte da anschießen, mein Kollegen wollte da anschießen. Und dann hat er eben gesehen, dass da dahinter nur einer ist. Und die haben sich dann so komplett ineinander verkeilt. Aber mei, such die Leute gibt selber. Die, wo es nur hart drauf wollen. Ich glaube, ich habe das schon in einem anderen Event verzählt. Wir sind dann überwiegend halt dann, wir sind dann wirklich viel virtuell Russland, Lettland, Estland von Bulgarien, Türkei, da die ganze, die eher mehr Richtung Osten, also wir sind dann viel da gefahren. In St. Petersburg. Das ist damals neu rausgekommen. Da oben sind wir viel gefahren. Oder so 16 Tage, Bukarest. Da in dem Bereich Istanbul. Weil das ist alles DLC-Bereich. Und da waren, und da sind zu der Zeit ziemlich viel rumgefahren. Da sind wirklich nicht viel zu der Zeit rumgefahren. Viele sind Deutschland, also viele Kollegen, die was wir getroffen haben, die haben wir getroffen, die sind auch virtuell nur Deutschland, Italien, Deutschland, Italien, Deutschland, Italien. Und das ist nicht das meine, nur Deutschland, Italien. Du hast so viel, die haben so viele schöne Gegenden hier mittlerweile. Ich mag das zwar schon mal, er zeigt gern so Deutschland, Holland, Holland, Frankreich, wieder zurück auf Österreich. Mag ich schon gern, aber es wird schon ein bisschen international sein bei. Allein hier, schau, jetzt da in Bern, das ist. Rechts abbiegen und Man dann sieht rechts. ja, man sieht ja mal in Ecken kommen, die wo man normalerweise nicht kennt. Biege nach rechts ab. Ja, sind wir schon da, mein im Sportsmann, wir sind schon da. Hast du Schranken zusammengefahren, aber wir sind da. Jetzt, wo ich in den Redefluss kam, gell. Endlich, wir sind da. So, schauen wir mal, wo ist man denn? Da müssen wir uns um die Bude müssen wir. Aber absolute geile Bude. Packt mal. So was gefällt mir. Da steht der Kerl, da alles schön mit Nummern. Da heiraten, es heiraten. Wisst was mir taugt hat? Da steht die Rampennummer drauf. Das versteht's, was ich meine? Lieber die schrägen Rampen. So, backen wir mal den Teufel ein. Ui, ja. Ein Moment. Aha. Da habe ich den nächsten Hängerzug-Challenge gesehen. Hier rein mit dem Drehschimmel. Oh, das muss man merken. Vielleicht. Ja, ich habe ja im Kopf auch die Planung für die Helge. Jetzt war ich schon rumgefahren. Und hätte mit Sattel ausprobiert. So. Aber jetzt schauen wir mal lassen. Ja, ein bisschen. Müssen wir schon ein bisschen realistisch packen, das Ganze. So. Ah, ich darf es nicht vergessen, gell? Es ist da die Türen, normalerweise jetzt aussteigen, Türen aufmachen. So. Und absatteln, meine Sportsfreunde. Fracht Nummer 9 erfolgreich in die Schweiz gebracht, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben jetzt dann nachher nur eine Fracht plus Abschlussfracht. Ich hoffe,
Ich seid so dabei. Es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass er, wenn es hier aus dem Schweizer Event in meiner Event-Playlist weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergisst mir meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen lieben Sportsfreunden, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.